Lange Zeit war Nanotechnologie der Hype. Nach künstlicher Intelligenz, Atomtechnologie und Gentechnik schickte sich die Nanotechnologie an, die Welt und vor allem die Wirtschaft zu retten. Dabei wurde und wird der Begriff Nano im Marketingbereich relativ willkürlich eingesetzt. Nano steht offenbar für alle Technologien, die sich mit Strukturen und Substanzen im unvorstellbar winzigen Nanometerbereich befassen. Ob in Sonnencreme, Sportbekleidung oder im Autolack, wo Nano draufsteht, ist Qualität drin. Das will man zumindest uns Verbraucher glauben lassen. Doch es mehren sich die Stimmen derjenigen, die vor dem bedenkenlosen Einsatz der Mini-Teilchen warnen. Toll, winzige Teilchen, bestens verteilter Imprägnierschutz. Die Hautcreme zieht noch gleichmäßiger ein. Bekleidung, die dank Beschichtung nicht nach Schweiß riecht. Mit ihnen lackiert, prallen davon Wasser und Schmutz einfach ab. Hier sorgt eine Schicht aus ihnen für antibakteriellen Schutz. Superteilchen, Nanopartikel, nur wenige Millionstel Millimeter dünn, haben sie ganz neue Eigenschaften, auf die die Industrie hofft. Echte Wunderdinger. Im Gegenteil. Das Umweltbundesamt hat vor der Verwendung von Nanopartikeln gewarnt. Erste Hinweise auf gesundheitsgefährdende Wirkungen ließen die Behörde Alarm schlagen. Die Nanoteilchen dringen spielend leicht über unsere Atemwege ein. In den Verästelungen der Lunge heften sie sich an die Lungenbläschen, können die tödlich verlaufende Krankheit Lungenfibrose auslösen und gelten sogar als krebserregend. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland warnt deshalb ebenso vor dem Einsatz der Winzlinge. Auch er hat wissenschaftliche Daten vorgelegt. Das Problem ist, dass wir hier Produkte auf den Markt bringen, die eigentlich noch gar nicht ausreichend untersucht worden sind, wo man also noch viel zu wenig über die Risiken für Mensch und Umwelt weiß und diese jetzt also quasi unkontrolliert auf den Markt bringt, wo die Verbraucher in gewisser Weise als Versuchskaninchen jetzt dienen. Apropos Tierversuche. An Laborratten wurde gezeigt, Nanopartikel durchdringen die Blut-Hirn-Schranke. Sie sorgt eigentlich dafür, dass keinerlei giftige Stoffe ins zentrale Nervensystem gelangen können. In Experimenten mit Fischen wurde dagegen gezeigt, dass die Winzlinge das Gehirn stark schädigen können. Leicht haben es die Partikel auch, die Plazenta zu durchdringen. Deswegen raten wir insbesondere auch Schwangeren, hier vorsichtig zu sein und von Produkten, die also freie Nanopartikel enthalten, Abstand zu halten, weil diese möglicherweise dann auch aufgenommen werden und über den Blutkreislauf auch an das noch nicht geborene Kind weitergegeben werden könnten. Also es gibt einige Firmen, die Lacke anbieten, die also für Kinderspielzeug auch verwendet werden sollten. Da ist dann Nanosilber zum Beispiel drin, damit diese Spielzeuge keimfrei sind. Also da würden wir den Eltern auch davon abraten, denn hier kann möglicherweise durch den Speichel dann das Nanosilber auch aus dem Produkt herausgelöst werden und mit aufgenommen werden vom Kind. Längst haben die Nanozwerge auch die Kosmetikindustrie erreicht. In der Zahnpasta etwa sollen sie einen Schutzfilm bei schmerzempfindlichen Zähnen bilden. In Cremes sollen sie den Transport der Wirkstoffe verbessern. Sonnenschutzmittel mit Nanotitanoxid sollen durch die gleichmäßigere Verteilung besser einziehen, sodass keine weiße Schicht mehr übrig bleibt. Bei kleinsten Verletzungen der Haut können die Miniteilchen wiederum in den Körper eindringen und sich dort überall verteilen. Erste Studien deuten darauf hin, dass sie sich in den Entgiftungsorganen wie Leber oder Niere anreichern. Auswirkungen? Unbekannt. Versuche mit Wasserflöhen haben aber gezeigt, waren sie einer höheren Dosis an Nanosilberpartikeln ausgesetzt, so verkrüppelten die Fortpflanzungsorgane und die Sterblichkeit stieg. Warum gibt es dann nanobeschichtete Küchenbrettchen, die antibakteriell sein sollen? Warum Folie, die länger frisch halten soll, obwohl bekannt ist, dass ihre Stoffe in die Lebensmittel eindringen können? Warum das Immunsystem stärkende Silberkolloid als Nahrungsergänzungsmittel? Und warum Sportbekleidung, bei der Nanosilber wochenlang verhindert, dass man nach Schweiß riecht? Es ist aber leider so, dass sich das Silber aus den Produkten rauswäscht. Man hat also bei Untersuchungen festgestellt, dass nach 2-3 Wäschen kaum noch Silber im Produkt enthalten ist. Und das Silber gelangt dann
übers Abwasser in die Umwelt. Und leider wissen wir, dass Silber hochtoxisch ist für Wasserorganismen. Über die Nahrungskette können die Partikel dann wieder in den Organismus des Menschen gelangen, sogar bis in die Zellen. Erforscht ist, dass sie in die Mitochondrien eindringen. Die sind so eine Art Kraftwerk in den Zellen. Die Mitochondrien sorgen zum Beispiel dafür, dass die Zellen atmen. Es gibt zudem erste Hinweise darauf, dass die Giftzwerge die Erbsubstanz angreifen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt raten wir Verbrauchern eigentlich eher von Nanoprodukten ab. Einfach deshalb, weil man noch zu wenig über die Risiken weiß. Erste Warnhinweise aus der Forschung haben wir leider schon. Von daher raten wir hier also eher zur Vorsicht. Und an die Politik appellieren wir hier also, klare gesetzliche Vorgaben zu schaffen, damit Nanoprodukte zukünftig nur noch nach einer ausreichenden Sicherheitsbewertung auf den Markt gelangen. Das Problem ist, heute dürfen solche Produkte noch ohne Kennzeichnung verkauft werden. Man erkennt sie nur, wenn Nanotech draufsteht. Ab 2012 sollen solche Inhaltsangaben wenigstens für Kosmetika gelten. Bei allen anderen Produkten hilft nur, beim Hersteller nachfragen, was drin ist. Und noch ein Tipp. Die keimtötendste Methode ist immer noch, das Schneidebrett einfach gut trocknen zu lassen. Denn nur wo es feucht ist, überleben Erreger. Und beim Rest lieber warten, bis gesicherte Ergebnisse vorliegen. Ja, wie gesundheitsschädlich sind Nanopartikel für uns Menschen? Das möchte ich nun Mario Götz vom Bundesinstitut für Risikobewertung fragen, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo, Herr Götz. Hallo, Frau Fähring. Ja, wir haben es gerade gehört, Wissenschaftler warnen vor Nanopartikeln, vor gesundheitsschädlichen Folgen von Nanopartikeln. Wie bewertet das Bundesinstitut für Risikobewertung? Derzeit sehen wir keinen Anhalt zur Besorgnis hinsichtlich der gesundheitsgefährdenden, potenziellen gesundheitsverfährdenden Wirkungen von Nanomaterialien. Es gibt natürlich Nanomaterialien, die bedenklich sein können. Es handelt sich hier möglicherweise um Industriechemikalien, die allerdings nicht in verbrauchernahen Produkten eingesetzt werden. Das heißt, der Verbraucher ist nach unserem Kenntnisstand derzeit sicher und hat keine Gefährdungen durch Nanomaterialien in Produkten zu erwarten. Aber Sie haben diese Woche eine Presseerklärung herausgegeben. Da warnen Sie vor gesundheitsschädlichen Folgen bei Nanopartikeln, zum Beispiel in Kosmetika, Lebensmitteln und Textilien. Warum, wenn es doch nicht so schlimm ist? Wir haben uns in dieser Stellungnahme besonders auf das Nanosilber konzentriert. Da Nanosilber zwar nicht direkt für den Verbraucher nachteilige Wirkungen hat, so wie es jetzt in Produkten vorliegt, sondern weil Nanosilber unter Umständen durch den breiten Einsatz in vielen verbrauchernahen Produkten oder Bedarfsgegenständen dazu führen könnte, dass Bakterien resistent werden. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz aufklären, was ist denn das Gefährliche an Nanosilber für uns Menschen? Die Produkte, die bisher mit Nanosilber ausgestattet sind, zeigen eigentlich keine Gefährdung für den Menschen, so sie denn in der Anwendung richtig angewendet werden. Sie untersuchen das Ganze gerade, die Produkte sind aber weiterhin auf dem Markt. Werden wir Menschen da nicht so ein bisschen zum Versuchskaninchen? Als Versuchskaninchen würde ich die Menschen nicht bezeichnen, denn momentan sind diese Anwendungen als sicher zu betrachten. Wir vom BfR sehen genau hin. Wir beobachten die Situation und versuchen, dies zu bewerten. Wir sehen allerdings auch, dass eine Notwendigkeit besteht zur Ergründung der physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften der Nanomaterialien ein höherer Forschungsbedarf besteht. Dieser Forschungsbedarf dehnt sich auch auf die Analytik aus. Und hier würden wir gerne mehr sehen, aber es haben sich in internationalen und nationalen Gremien Aktivitäten entwickelt, die diese Datenlücken schließen wollen. Bislang sehen wir keine Gefahr für den Verbraucher und deswegen ist auch kein Anhalt dafür, Produkte vom Markt zu nehmen. Die Verbraucher werden mit verschiedenen Studien konfrontiert. Was raten Sie denn nun den Verbrauchern? Wie sollen die sich verhalten? Im Falle von Nanosilber gibt das BfR herkömmlichen Hygienemaßnahmen den Vorzug. Also lieber waschen und putzen, als Produkte zu verwenden, die
mit Nanomaterialien ausgestattet sind und dann zu glauben, auf Hygienemaßnahmen verzichten zu können. Okay, da also erstmal die Finger von lassen. Insgesamt geben Sie aber eher Entwarnung. Vielen Dank, Herr Götz, für das Gespräch. Danke Ihnen.